Hey Leute, es geht weiter mit Wolf, The Red Hood Diaries. Leider muss ich gerade an dieser Stelle hier wieder anfangen, wo ich zuletzt war. Weil ich habe auch Fortsetzen und ich hätte jetzt nochmal nachspielen können, aber ich dachte, ich mache das hier eh nochmal. Jawohl, weil ich ja diese Kisten das letzte Mal übersehen habe und dann hole ich das quasi jetzt nochmal nach. Waren da unten auch noch jetzt welche? Und selbst überhaupt, ist ja auch egal, weil da unten weiß ich auch noch, dass da die Soldaten waren und... Oh Gott, ich muss erstmal überlegen, wie ich wieder kämpfe. Ja, so ist das. Alles klar. Okay. Noch so ein komisches Tropfenherz. Oh, ich muss mal diese Erfahrungspunkte oder was das sind auch mal einsammeln. Oh, und das ruckelt hier so komisch. Okay. Gut. Dieses komische W. Genau, schon freigeschaltet. Ja, ich schalte hier irgendwelche Sachen frei, wo ich noch gar nicht weiß, was. Oh, diese blauen Kugeln, die sind immer sonst wo und gar nicht da, wo man gekämpft hat. Und dann sehe ich die immer viel zu spät. Hier gehen wir auch nochmal lang. Genau. So. Jetzt nochmal hier lang. Ja, da kriege ich die auch noch platt, oder? Leider kämpft sie halt nicht immer automatisch dahin, wo die ganzen Soldaten sind. Aber was soll's. Sammeln mal das Zeug hier ein. Oh! When Mother was my age, she came here every week. Granny's healing potions attracted crowds from near and far, as did Mother's smile. She loved the market, the smell, the noise. My, how she was courted by the bravest of Ulrika's boys. Until one of them crossed the line, and Granny decided to keep her from the city. She was a vision. My memories of her have faded, but I still remember my mother being very, very pretty. Ja, das ist schön. Sehr gut. Und wieder so eine Kiste. Oder? Hä? Geht die nicht kaputt? Täusche ich mich? Na gut. Dann gehe ich nochmal jetzt zurück, damit wir da auf das Dach können und so. Oh, was haben wir denn hier? So ein Körbchen. Juhu. Ich vergesse immer nach vorne zu laufen auch. Nach vorne, nach hinten. Das ist mir irgendwie noch so fremd, dass es hier überall immer lang geht in die Richtungen. Dass ich das auch nicht vergesse, dass ich die, ja. Jetzt muss ich da oben wieder rüber. Hoffentlich kriege ich das hin. Das war doch das letzte Mal so schwer. So, hopp, hopp, hopp. Hoch. Ja, war klar. Und natürlich fällst du und stirbst hier auch noch fast. Ihre Gesundheit, naja, Gott sei Dank fühlt sie sich immer selber ganz schnell. Ja, okay, halt dich schön fest, genau. Oh Gott, das Problem der Probleme. Good thing I'm not afraid of heights. Mhm. Weil wir wollen das Körbchen haben nochmal. Aber dass ich jetzt ein anderes Körbchen habe und dass es da unten auch weitergeht, finde ich gut zu wissen. Ich glaube, ich war immer zu weit hinten. Ach, ja, schön, dass du gestorben bist. Geil, und wo geht's jetzt weiter? Super, hier. Oh Mann, oh. Dann gehe ich jetzt aber trotzdem noch... Jetzt sind die alle wieder da. Ja...
schön. Gut. Das da vorne ist jetzt mal egal. Mann, blöd, dass die Soldaten jetzt wieder alle da sind. Hier auch noch was? Nee. Und was ist, wenn ich das jetzt wieder nicht schaffe mit diesem Brettsprung? Und ich weiß immer nie, wann sie sich festhält. Ich will jetzt auch gar nicht hier so viel meckern oder so, aber es ist schon schwierig. Und ich will ja auch weiterkommen mal endlich. Von daher wäre schön, wenn sie das jetzt endlich mal schaffen würde. Ansonsten mache ich einfach das so wie das letzte Mal und will gar nicht erst hier drauf. Das kann ich natürlich auch gleich versuchen. Schwer einzuschätzen, wo das Brett ist. Ich glaube hier vorne, aber ich versuche es so wieder, genau. Das ist die beste Möglichkeit, glaube ich. Ja. Dann drehen wir erstmal das Ventilrad. Perfekt. Ich glaube, das muss man auch auf jeden Fall machen. Und das auch. Yeah. Und nun? So geht das. Alles klar. Konnte ich jetzt hier hoch? Ja. So ging das. Dann konnte ich da rüber, aber ich kam nicht weiter, ne? Zweimal A zum Doppelspringen. Ja, ja. Und dann war das Problem, dass es da aber noch nicht hoch ist. Und von daher, ja. Mhm. Wie, du bist jetzt tot? Nee, willst du mich verarschen? Okay, das hast du gemacht. Ja, ich wollte das jetzt nicht schon wieder alles machen, ey. Irgendwann reicht's auch mal, oder? Das ist einfach nur, damit wir wieder hochkommen. Das ist, damit wir wieder zurückkommen. Das heißt, ich gehe... Ey, die sind immer wieder da. Kann ich schleichen? Ich habe keine Lust, die... Ja, hat toll geklappt. Ja. Mann. Ich spiele so schlecht gerade. Aber ich finde das auch nicht einfach. Warte, es gab ja diesen Doppelkick. Ich glaube, da muss ich vorher was drücken. Okay, ich wusste gar nicht, dass wir hier so eine Anzeige haben, die uns Hilfe gibt. Was ich eigentlich machen wollte, war dieser mächtige Angriff. Das ist das hier. Das ist normal. Aber ich meine, ich musste eigentlich immer irgendwas dabei drücken. Na, egal. Mach so wie gerade eben. Passt schon. Ja, schickt mir noch mehr. Dieses komische Tropfending. Jetzt kommen die wahrscheinlich auch alle nochmal. Ja, damit ich nochmal und nochmal und nochmal die Typen besiegen darf. Das Körbchen auch nochmal. Wie dämlich. Dann mach mal die zuerst. Und gehen wir an denen vorbei. Cool, wir schleichen uns einfach mal an denen vorbei. Das ist doch gut.
So, hier ist der Stand, der sie an ihre Mama jetzt erinnerte. Oh oh. Wunderbar. Alles schön einsammeln. Diese komischen blauen Dinger. Und die Kiste. Oh, es ärgert mich so, dass ich am Anfang die Kisten nicht kaputt gemacht habe. Wusstest du das? Nee, wusste ich nicht. Was denn? Endlich geht's weiter. Aha! My carriage awaits. Was soll ich denn machen? Ich nehme mal an, nach oben und das Seil durchtrennen. Jawohl. Oh. Haha, okay. Kapiert. Das hat wenigstens gut geklappt. Immerhin. Wow, okay, der ist voll der Elektro-Shockboy. Danke für die Vorwarnung. Krass. Das heißt, ich kann den nicht besiegen. Muss ich an dem vorbeischleichen? Ist ein bisschen schwierig, ne? Wenn, ja. Machen wir mal so. Sieht der mich nicht? Okay, er sieht mich nicht. Kannst du da dann mal durchgehen? Ja, schön, dass er mich jetzt sieht. Geht doch. Kommt er mir hinterher? Nö, der bleibt da oben. Das ist schön. Bleibt da oben. Richtig so. Kann ich da hoch? Nee, kann sich nicht festhalten. Aha, ein Körbchen. Wir sind also auf jeden Fall richtig hier. Ganz viele Fässer. Ah, und jetzt geht auch dieses Teil hoch. Dieses Werbeplakat, was auch immer. Dieses Werbebanner-Ding. Das sind anscheinend Erfahrungspunkte. So, und dann gehe ich... Ja, das war schlau. Oh oh, jetzt wird's brenzlig. Das sind ein bisschen viele. Hui. Und ich hab's sogar geschafft. Nicht schlecht, Herr Specht. Weil die auch immer wieder da sind, obwohl ich die schon mal erlegt habe. Das ist schon gemein. Ja, gut. Dann müssen wir jetzt wieder zurück. Und dann wollte ich aber gleich endlich mal auch ein bisschen vorlesen. Aber die Soldatenfuzis sind ja immer wieder da. Hallo, stirb doch mal. Yeah, cool. Okay, diese grünen Sachen brauche ich, glaube ich, auch gar nicht immer einsammeln, wenn es ihr eigentlich gesundheitlich gut geht. Schon wieder vier. Aber da muss ich ja gar nicht hin, stimmt. Ich kann ja hier hin. Und immer wieder sind die Körbchen neu da, das ist ja auch komisch. Na gut. Jetzt spring doch mal da ran. Du dummes Ding. Ich hab doch doppelgrün gemacht. Ich hab wirklich doppelgrün gemacht. Ich lese das doch schon die ganze Zeit. Doppelgrün und dann rüber. Hier mache ich das ja auch. Und da geht das ja auch. Ja, mache ich doch. Eins, zwei, 2000 Mal. Ja.
Oh, es ist so schrecklich. Ich werde es nicht überleben. Warum geht das denn? Ja, ja, gerade eben ging es ja auch. Aber ich muss, glaube ich, mal etwas später abspringen. Und dann schafft sie es nicht und hängt da in der Luft. Das ist auch toll. Ja, komm schon. Wir wollen hier auch endlich mal weg von der Stelle. Ich weiß nicht warum, aber an der Stelle macht sie es mal und mal nicht. Hier geht das immer. Da seht ihr das ja auch, dass ich das hinkriege. Und hier mache ich hops und hops und hops und hops und ich habe es sogar geschafft. Okay. Alles klar. Ah, okay. Kann ich hier lang klettern? Hier hoch und hier hoch und dann da hoch. Yeah, geschafft. Once again, my trusty axe comes in handy. Gut, okay. Oh. Na gut, aber gleich lese ich vor. Looks like time stood still here. The smell of old books, pencils and ink stains on the floor. That's my father, for sure. Okay, drücken zum Benutzen. Das ist so ein Hinweisding, aber das ist nicht das, was gemeint ist, ne? Wie kann ich das denn benutzen? Es tut sich gar nichts, wenn ich drücke. Ist das denn damit gemeint? Father spoke in drawings, more often than in words. Charcoal was his mother tongue. He sketched the most beautiful stories I've ever heard. Okay. Wir haben ja hier eine schöne Hintergrundmusik und eine schöne Spieluhr, wie ich sehe. Die können wir auch benutzen. Grace, what is she doing here? With no mother to tuck me in, it was this tiny woman who stood by my bed and lulled me to sleep. Father made her in 22 days. My thumb-sized piece of comfort. I named her Grace. I'd forgotten all about her. She used to protect me from imaginary monsters. I hope she works her magic on real ones, too. Voll schön hier. Echt toll. Ich will jetzt einmal aber in dieses Tagebuch gerne rein, weil, ja, ich hatte bisher nicht viel Rückmeldung bekommen, soll ich jetzt die Sachen vorlesen oder nicht, aber ich habe mir gedacht, wir machen das einfach mal, weil mich interessiert ja auch, was da steht und wen es nicht interessiert, da kann ich ja dann immer noch das überspringen. Allerdings bin ich auch immer ein bisschen überfragt, was wir jetzt alles haben. Wir haben hier so Zeitungsartikel eingesammelt, ich weiß aber immer nicht, wofür das eigentlich wichtig ist. Es geht auf jeden Fall halt immer um diese Wolf-Industrie, die alles übernommen hat. Dann haben wir hier eine Karte. Was ist denn das? Weiß ich nicht. Da passiert auch nichts. Gut, dann fange ich einfach mal mit diesem Text hier an, der zwar etwas viel ist, aber ich lege einfach mal los. Die Gründung von Ulrika Teil 1. Es war einmal ein ehrgeiziger Unternehmer namens Anton Wolf, der mit seiner Frau durch das Land reiste auf der Suche nach einem geeigneten Ort, um eine Stadt zu gründen. Als ihre Kutsche am Wegesrand hielt, um die Pferden weiden zu lassen, verließ Anton zum Bein vertreten die Kutsche. Sie befanden sich auf einem Hügel mit Blick auf ein schönes grünes Tal. Ulfa, rief Anton seine Frau. Komm, schau dir das an, hier sollten wir leben. Ich baue dir ein Haus, wir gründen eine Familie um eine Gemeinde. Es ist perfekt. Na, Meer umgeben von einem Wald mit fruchtbarem Boden und einem milden Klima. Der Ort, über den sie förmlich gestolpert waren, bot alles, was sie gesucht hatten. Ulfa stieg vorsichtig aus der Kutsche, betrachtete sorgfältig die Gegend und nickte. In der Tat, es war perfekt. Anton kaufte das Land, nannte es Ulrika, nach dem richtigen Namen seiner Frau. Anton Wolf hatte große Pläne für das grüne Land. Er heuerte Dienstleister an, die Pläne erstellen sollten. Ein Dutzend Tischler baute ein kleines Holzhaus für ihn und Ulfa. Als nächstes bauten sie am Bach eine Wassermühle. Sie stellten einen Schmiedeofen und eine kleine Fertigungsanlage auf. Es war die Geburtsstunde von Wolf Industries. Anton gab Werkzeuge für morgen als offizielles Motto aus. Die Neuigkeiten, dass eine neue Fabrik gebaut wurde, verbreitete sich schnell und Arbeiter reisten bis aus weiter Ferne an, um sich für eine Stelle zu bewerben.
Die neuen Arbeiter brachten ihre Familien und ihr Hab und Gut nach Ulrika und bauten kleine Holzhäuser, die Ulrika allmählich in eine nette und charmante Stadt verwandelten. Straßen wurden gebaut, eine Bäckerei eröffnet, Bauern pachteten das Umland und Fischer traten der Gemeinde samt ihrer Netze und Boote bei. Wolf Industries steuerte Arbeitsplätze und alles andere, was für die Gemeinschaft erforderlich war, bei. Von landwirtschaftlichen Maschinen zu Haushaltsgeräten. Das Werk und seine Produkte wurden im ganzen Land bekannt und geschätzt und Ulrika wuchs schnell zu einer lebendigen, wohlhabenden Stadt heran. Dann ist es doch aber an sich eigentlich gar nicht schlecht. Hier habe ich natürlich jetzt ganz viel nicht eingesammelt, was mich echt ärgert, weil ich diese Kisten wahrscheinlich alle nie benutzt habe. Das ist echt blöd, tut mir leid. Hier haben wir nochmal das. Und als nächstes dann das, das lesen wir dann auch. Bessere Zeiten beim 3 Picks in Teil 1 mache ich aber nicht jetzt. Jetzt schaue ich mich nochmal eben hier im Raum um. Father's notes. Scattered and fragmented, like his mind often was. Pinocchio, you rascal. I tell your story night after night. If only my little girl knew how much you and I are alike. Living a life with many strings attached and an ever-growing nose to pay our dues. If only we could cut the cords. Am I a creator if what I create destroys? Is a toy still a toy on the devil's playground? It pays the bills. It feeds my child, but it kills innocent people and me on the inside. Oh, Father, what dark thoughts wandered through your bright mind. Neuer Tagebuchantrag. Vaters Werkstatt. Ach ja, ach, es ist schon traurig, dass sie da gar keine Eltern jetzt mehr hat und so. Dear Mr. Wolf, after careful consideration, I've decided to resign from my function at Wolf Industries. I hereby give you my 2 weeks' notice. Sincerely, Joseph R. Hood. So Father quit? I didn't have a clue. Wolf must have really screwed his mind, if only we knew. But wait. The letters date. That's when Father died. Okay. Habe ich jetzt hier aber wirklich alles eingesammelt? Mysteriös. Ach, das ist so schön hier mit der Spieluhr und so. Aber kann sie das nochmal irgendwie? Nee. Nochmal können wir hier nichts machen. Dann gehen wir mal hier nochmal runter. Aha. Oh oh. Is that what I think it is? Did my father do what I think he did? He told me he designed toys. Well, this is hardly suitable for little girls and boys. Father, did these 10 cadets, whom I've slaughtered by the dozen, originate from your mind? This can't be true. This isn't you. This is not you. Ach, die Arme. I came here looking for clues, but now I'm even more confused. I need some air. Ach, die Arme. Hey, ich war doch noch gar nicht fertig hier. Going unnoticed. Change of plan. Let's play. Catch me if you can. Oh oh. Oh nein, jetzt muss ich bestimmt weglaufen. Nein! Und nebenbei kann ich Kisten einschlagen. Oder auch nicht. Okay. Oh, oh, jetzt kommen aber viele. Hilfe! Oh Gott! Schnell, schnell! Haha, geschafft! Oh Gott! Hilfe! Sind so viele!
Oh nein. Jetzt geht's nach links auf einmal. Nein. Ja, super. Wo? Hä? Hey, jetzt muss ich alles nochmal machen. Das finde ich aber unfair. Nur weil ich da hinten nicht weiter wusste, ich weiß bis jetzt nicht, wo ich da hin soll. Oh Mann, wo soll ich denn gleich hin? Jetzt kommt das hier noch wieder. Ja, und jetzt? Hänge ich da gleich wieder? Hier rein? Nö, doch. Doch. Ach, ist ja doof. Irgendwie, dass man da auf einmal schnell rein soll. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Jetzt muss ich die wieder erledigen. LB oder was auch immer. Oder LP? Oder LB? Zusammen, mit B zusammendrücken, um einen Axtwurf auszuführen. Ja. What? Did you see that? Didn't know I had that trick up my sleeve. Can't wait to tell Granny. Muss ich das verstehen? Moment. Ja, okay, also es war schon richtig so. Alles klar. Yeah. Warum kommen die jetzt nicht? Weiß ich nicht. Okay. So, das sammle ich ein. Da haben wir noch einen Tagebucheintrag. Bin ich jetzt hergekommen? Hier. Es sind so viele. Wie soll man reagieren? Immer so hinterrücks irgendwie erschlagen, ist auch nett von ihr. Keine Ahnung. Also das mit dem Kämpfen muss ich noch irgendwie immer noch üben, aber egal. Kann ich hier rüber? As a child, I had an army of men like them. But they were tiny with missing limbs and meant no harm. I still cannot believe these killer tin creations arose from my father's imagination. Ja, man kämpft die ganze Zeit dagegen. All his principles just to make sure I could eat. Is it really that easy to go from bad to good? He never spoke of his work, but we knew he was unhappy. Mother's death took the light from his eyes, and though I know he loved me deeply, in the end, I was only a consolation prize. Ich glaube, dass ich dieses grüne Zeug auch brauche, damit sie diese Axt jetzt immer werfen kann. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, das, ich wollte sagen, es ist ja auch blöd. Ich meine, die ganze Zeit kämpft sie gegen die und dann merkt sie auf einmal, dass die, dass die ganzen Dinger von ihrem Vater sind. Das muss ja auch blöd sein. Kannst du jetzt deine Dings mal werfen? Ja, es ist schön, dass du das nicht machst. Bleiben wir bei der altbewährten Methode.
funktioniert ja auch so. So eine Kiste, wieso geht denn das nicht? The harbor was once a vibrant place, especially on sunny days. Kids gathered on the piers with paper boats, bait, and nets, while their parents met with friends for a picnic atop blankets. Ich wollte darüber zu dem W. Warum geht denn das nicht? Voll doof. Ich versuche das nochmal. Vielleicht klappt das ja. Aber sie landet halt auch nicht auf dem Boot, was echt schade ist. Sieht nämlich so aus, als könnte man da eigentlich rüber. Warum geht sie da denn nicht rüber? Das ist doch voll nah dran. Das kapiere ich irgendwie nicht. Ja, okay. Das war jetzt auch kein Doppelsprung. Aber komm, einen mache ich nochmal und dann war es das auch. Ja, geht doch. Komisch. Finde ich super. Schauen wir noch mal ein letztes Mal hier in das Tagebuch rein. Und dann gucke ich mal, was habe ich da? Habe ich da? Nein, ich habe leider auch nur zu diesem jetzigen Zeitpunkt was gefunden. Also man sieht auch deswegen anhand dieser, was auch immer, Tagebuchstempel hier, wie lang das Spiel ungefähr geht. Und ich würde sagen, im nächsten Part lese ich einfach relativ am Anfang hier das nächste vor, was ich gefunden hatte. Das war ja dann das hier, bessere Zeiten und so. Wusstest du das? Ulrika, ein alter germanischer Name ist und mächtige Herrscherin oder Wolfsherrscherin bedeutet. In Skandinavien ist ein ziemlich populärer Name für Mädchen. Es ist offensichtlich, warum wir dachten, dass Ulrika ein toller Name für die Stadt in Wolf sei. Ja, okay, wieder was gelernt über das Spiel. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Bis dann!